Einchecken können Millionen Touristen bekanntlicherweise jedes Jahr auf Mallorca. Und jeder, der schon mal durch die urigen Gassen der Altstadt von Palma geschlendert ist, der versteht die Anziehungskraft nicht nur der Strände, sondern eben auch des Stadtflairs der Inselhauptstadt. Allerdings ist es inzwischen verboten, dort eine Ferienwohnung zu mieten. Mein Kollege Stefan Scharf hat es trotzdem probiert und sehr Überraschendes erlebt. Sommer, Strand, Mallorca. Jedes Jahr kommen Millionen Touristen. Es wird eng im Urlaubsparadies. Der Andrang muss reguliert werden. Und das tut Palma de Mallorca rigoros. Seit letzten August dürfen im Stadtgebiet keine Wohnungen an Touristen vermietet werden. Eine Kampfansage an Airbnb und Co. Gerade junge Urlauber bedauern das. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade, dass durch Airbnb man die Stadt auch einfach anders kennenlernt, indem man vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt zu den Einheimischen sucht. Und das ist natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen Kultur, die dann verloren geht. Als Tourist ist es schön, wenn man über solche Plattformen auch schon im Vorfeld ein Zimmer bestellen kann und dann möglicherweise auch direkt zentral dann lebt und natürlich auch so in die Stadt eintaucht. Wir machen die Probe aufs Exempel und wollen uns eine Ferienwohnung in Palma anmieten über eines der Internetportale. Trotz des Verbots, wir werden schnell fündig. Der Eingangscode wird uns per Mail zugesandt und damit haben wir Zugang zu einer Ferienwohnung mitten in Palma, sehr zentral. Eigentlich ist das illegal. Wir besuchen die Tourismusbehörde der Balearenregierung. Dort gibt es eine Einheit, die gesetzeswidrige Vermietungen aufspüren soll. Toni Sancho ist Chef dieser Truppe. Sie besteht allerdings aus nur 15 Inspektoren für die ganze Insel. Natürlich hat man nie ausreichend Personal. Unser Etat setzt uns da Grenzen, ebenso wie die staatliche Gesetzgebung. Allerdings brauchen unsere Inspektoren nicht mehr von Haus zu Haus zu gehen. Sie suchen nun im Internet. Ich zeige ihm unsere illegale Wohnung, einfach übers Internet angemietet. Für Toni Sancho ist das leider Alltag. Mit dieser Information werden wir nun handeln, zuallererst natürlich gegen die Plattform. Denn eine Touristenwohnung mitten in der Stadt, das kann nicht legal sein. Von der Tourismusbehörde erfahren wir, dass sich das Angebot etwa auf Airbnb trotz Verbot nur um die Hälfte reduziert hat. Wir hätten gerne Airbnb zum Vorwurf der illegalen Vermietung und den neuen Regeln in Palma befragt. Doch wir bekamen kein Interview, nur eine schriftliche Erklärung. Das Vermietungsverbot sei ungerecht und träfe vor allem das Einkommen lokaler Familien. Die meisten Einheimischen protestieren aber vor allem gegen die illegalen Ferienwohnungen. Bei dieser Demo haben sich Mallorquiner als Urlauber verkleidet. Ihre Stadt, sagen sie, werde unbezahlbar, weil immer mehr Wohnraum lukrativ an Touristen vermietet wird. Joan Segura ist in einer Mieterinitiative aktiv. Er zeigt uns ein ganz normales Viertel. Auch hier würden die Mietpreise dramatisch steigen und es gäbe verbotene Touristenwohnungen, obwohl hier eigentlich Mieterschutz herrscht. Gegen einen Immobilienfonds, dem hier 50 Wohnungen gehören, wurden bereits Geldstrafen verhängt. Aber wir vermuten, dass sie trotzdem weitermachen. Das kann so nicht weitergehen, sagt man im linksalternativ regierten Rathaus. Das Totalverbot von Ferienwohnungen, beschlossen für ein Versuchsjahr, soll nun im kommenden August endgültig Gesetz werden. Als Bürgermeister muss ich verhindern, dass die Einheimischen wegen hoher Mietpreise nicht mehr in der Stadt leben können. Deswegen gibt es diese Entscheidung und ich fordere Bürger und Wohnungseigentümer auf, sich an das Gesetz zu halten. Es bleibt ein schwieriger Spagat, denn der Tourismus ist das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Das totale Verbot bedeutet große Einkommensverluste, klagt man etwa bei der Vereinigung der lokalen Wohneigentümer. Man hätte doch die Vermietung von Touristenwohnungen auf 30 Tage im Jahr begrenzen können, so wie das etwa London praktiziert.
Man kann doch nicht etwas verbieten, das für viele Familien zusätzliches Einkommen bedeutete und deswegen nach der Krise besonders wichtig war. Es hat viele davor bewahrt, ihr Eigentum verkaufen zu müssen. Im Rathaus verwahrt man sich gegen diese Kritik und auch die der Europäischen Union. Denn auch die findet die Regelungen von Palma viel zu restriktiv. Ich würde es begrüßen, wenn die Europäische Union dieses Thema ein für alle Mal regulieren und uns Rathäuser nicht alleine lassen würde. Von Berlin bis Barcelona, von London bis Palma de Mallorca, der moderne Individualtourismus stellt viele Städte vor große Herausforderungen. Das sorgt für Unruhe im Urlaubsparadies.